Zu Befehl? Was habt ihr entdeckt? Ah, gebt mir das. Erzek öffnet den Schriftrollenbehälter und fängt an, sich die Notizen und Untersuchungen der Eisernen Krone im Düsterding durchzulesen. Oh, das klingt gar nicht gut. Oje, oje, und warum? Wieso empfangene Heilung? Der Ring bringt mir eigentlich gar nichts, hm? Naja. Unsere Not ist groß. Ehrlose Halunken, die eiserne Krone hat den Schwarzstein-Amboss von Durin, dem Unsterblichen, gestohlen und wird sich nicht damit zufrieden geben. Jetzt schicken sie ihre Diener nicht nur zum Düsterting, sondern in die Spaltkluft und in die Höhen von Welkinsbeich. Offenbar wollen sie alles im Gundabad in Beschlag nehmen, aber das lassen wir nicht zu. Es zieht die Ankmarim nach Lochanduf wie die Motten zum Licht und ich fürchte, dass sich das Kriegsglück bald gegen die Expedition meines Großvaters und gegen die Gabilaka wendet. Nee, bitte nicht. Wir müssen sie hier aufhalten und einen Schlag gegen ihr Lager führen. Das wäre aber dann wieder hier drüben, ne, wo wir schon vorhin waren. Dann machen wir das mal zuerst noch und sie kommt mit. Kann man da auf der Seite, müssten wir doch auch rein können, oder? Beziehungsweise da. Was greift uns an? Irgendwo da hinten oder da, wo wir hergekommen sind, können wir rein. Ich reite mal. Dann zieht sie auch nicht so viel Aggro. Ah, da ist der Eingang. Gut beleuchtet. Da hinten geht's dann schon wieder raus, ne? Und wir kriegen wieder Quests. Bezwingt Ankmarim. Ja. Yeah. Und? Das ist noch schlimmer, als ich dachte. Das müssen doch sicher 100 von ihnen sein. Erzek blickt in Lochanduf herum und ihr Blick bleibt an einem kleinen Metallkäfig hängen. Oh, krass! Solche Verschwendung können diese Menschen... Denn welche Verwendung können diese Menschen denn dafür haben? Vor allem aber, jemand muss diese Expedition hier in Lochanduf leiten und derjenige wird wissen, was die eiserne Krone in Sachen Düsterting im Schilde führt. Hm, ich habe eine Idee, aber das könnte ein wenig riskant sein. Bezwingt den Kommandeur und helft Erzek bei seltsame Gefangene. Seid gegrüßt. Seht ihr die Fallen? Es sieht so aus, als hätten diese Menschen Ukrash gefangen, um sie gegen uns einzusetzen. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, sie zu kontrollieren. Das muss ein alter Ankmar-Zauber, ein Ankmarim-Zaubertrick sein. Einen Ukrash zähmen? Genauso gut könnte man versuchen, das Meer zu zähmen. Wenn wir die Ukrash befreien, könnten wir sie überwältigen, ehe sie merken, was direkt vor ihrer Nase geschieht. Kommt! Befreit 8 Ukrash. Das ist jetzt aber das gleiche Lager, wo wir vorhin schon waren, oder? Von der anderen Seite. Oder? Na, hier vorne, Mann. Hier waren wir. Käfige habe ich keine gesehen, aber ich habe natürlich auch nicht so genau geguckt. Was macht der da? Buddeln! Sucht irgendwas. Expeditionsführer, das ist aber nicht der Anführer. Hier heißen eigentlich alle Expeditionsführer. Ah, da hinten blinkt was. Mal gleich die beseitigen. Damit die nicht wieder Geister schickt. Drei sind das. Drei haben wir freigelassen. Aber eine Falle. Okay, die Falle gilt und nicht die Anzahl. Ja, die buddeln hier. Und wuseln jetzt hier rum. Mal gucken, ob die wirklich hier die Leute aufmischen.
Ja, tun sie. So viele Fallen stehen doch da gar nicht rum. Oh, wir haben schon was beendet. Auch wenn ihr nicht wissen könnt, ob die Vertreibung der Ankh-Marim von Düsterting ihre Plünderung uralter Relikte und Artefakte unterbinden wird, habt ihr gut daran getan, die geheiligten Höhlen des Gundabad zu sichern. Also wir haben schon mal genug Ankh-Marim getötet, aber wir werden sowieso noch einige ausmerzen müssen. Sonst kommen wir nicht an die Questspots. Das ist vor allem die da die Geister gecastet hat. Oder war das die Anführerin, die wir töten sollen? Hm. Mal gucken, ob die jetzt angreifen. Und ah, die war das Plünderin. Aber abgelenkt sind sie, das ist schon mal gut. Ich könnte wahrscheinlich tatsächlich dann nebenher dann einfach die Fallen öffnen und dann immer wieder zur nächsten, ohne dass ich was töten muss. Wobei hier... Doch, die laufen jetzt weg. Aber wie lang? Wie lang halten die ja auch nicht durch? Ahahaha, hat mich irgendwas angeschossen. Oh oh. Welcher schießt denn auf mich? Ach, da kommen immer welche wieder nach. Oh oh, ich bin gleich hinüber, sehe ich gerade. Spät. Welcher war denn das, der da auf mich geschossen hat? Okay. Aber sie sind schon sehr stabil, ne? Mach ich mal ein bisschen platt. So, die gehen wieder auf ihren Platz zurück. Aber ich muss noch hier hin. Und da auch. Der geht auf mich. Aber die helfen mir, die anderen, die Kleinen. Was müssen wir denn noch machen, außer Fallen? Nix mehr, ne? Bezwingt den Kommandeur in Lochat. Wo ist sie denn, die Dame? Müssen wir noch Kommandeur finden? Aber hier sind wir ja schon wieder am Rand. Ah, Kommandeur müsste hier sein. Das, nee, das ist noch ein Käfig. Ja, genau, hilf mir mal ein bisschen. Ich kann jetzt nicht so einfach wieder aufstehen. Sag mal, der steht ganz woanders. Sonst schreit sie immer, obwohl es in der Sicht ist. Ich sehe nichts, steht nicht vor mir. Und dann schießt sie aber wieder rechtwinklig rechts neben sich. Das kann ja nicht wahr sein. So. Ich stehe euch. Ach, das dürfte ihnen eine Lehre sein. Wer Ukrash so behandelt, bekommt ihre Klauen zu spüren. Was? Zu weit weg? Steht direkt da. Gundabad wird wieder uns gehören. So, jetzt müssen wir aber trotzdem noch...
den Anführer finden. Ah, wahrscheinlich in dem großen Zelt. Mit Truhe natürlich. Hoffentlich ist jetzt der Respawn nicht so schnell da. Wolltest du mir nicht helfen? Gute Miene? Ah ja, guck. Als der Kommandeur der Eisernen Krone besiegt, zu Boden geht, nimmt sich Herzeg rasch den Schriftrollenbehälter, den er bei sich trägt. Ach Mist, das ist wieder so ein Beschwörer. Sieh hier halt nix. Oh, jetzt will ich. Und dann hauen wir auch schnell ab. Oh nein, ich muss noch reden. Welche Neuigkeiten bringt ihr? Ach, das ging doch besser, als ich gehofft hatte. Sehen wir uns das mal an. Herzeg zieht den Schriftrollenbehälter hervor, den sie dem Kommandeur der Eisernen Krone abgenommen hat, und beginnt zu lesen. Ihre Augen weiten sich und sie blickt euch an. Offenbar haben die Ankh-Marim hier im Düsterting einen uralten Durchgang entdeckt, und wenn man den Notizen hier glauben kann, dann vermuten sie, es handle sich um eine frühe Wohnstadt von Durin dem Unsterblichen. Das älteste Haus, wenn es das wirklich geben kann. Zwischen den Aufzeichnungen waren Befehle, wonach der Durchgang, den sie Minlorg nennen, vor der Ankunft ihres Herrn Alaban aus Korbronach ausgegraben und die Funde gesammelt werden sollen. Soweit ich sehe, muss Minlorg irgendwo in Lochan Duff liegen. Wir müssen ihn finden und verhindern, dass die Eiserne Krone ihn besudelt. Such den Eingang. Ah, ist das mit... Lang lebe Thorin Steinhelm! Lang lebe Durin Steinhelm! Moment. Also in der Richtung. Dann hauen wir mal schnell ab. Hier ist eh schon wieder Respawn. Oh, das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich hätte eigentlich gleich rauslaufen sollen. Aber vielleicht kommen wir jetzt schnell zu dem Eingang und können da durchhüpfen. Wir müssen dann gar nicht groß kämpfen. Da. In den Höhlen hört ihr von fern Ankh-Marim stimmen. Hihi. Jetzt aber, oder? Nee, sie kämpft wahrscheinlich deswegen. Bleib mal hier. Ich stehe. Ach, das muss ja sein, hier drüben. Ach Mann, warum läuft die denn immer so blöd weg? Dann bleib halt stehen. Ich stehe euch und eurer Familie zu Diensten. Es sieht so aus, als hätten die Menschen der Eisernen Krone ein paar der alten Kristalllampen verwendet, um den Weg tiefer in die Höhle hinein zu erleuchten. Wenigstens müssen wir nicht im Dunkeln herumtappen. Was auch immer sie entdeckt haben, es muss von großer Macht, von großem Wert sein. Und das macht mir Sorgen. Ich weiß, das ist vielleicht nicht das klügste Vorgehen, aber uns fehlt die Zeit. Wenn die Ankh-Marim in Minlorg etwas gefunden haben, müssen wir sie aufhalten, bevor sie es aus dem Gundabad stehlen können. Wenn nicht, haben wir zumindest ein paar von ihnen vertreiben können. Seid ihr dabei? Ja, aber immer doch. Ha, ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Kommt! In den tiefsten Tiefen von Düsterting sind die Ankh-Marim der Eisernen Krone unverhofft auf einen lang vergessenen Tunnel gestoßen, der angeblich zum ersten Haus von Durin dem Unsterblichen führt. Neuer Titelverteidigerin? Erkunderin, okay. Unsere Not ist groß. Seht nur, wie die Ankh-Marim hier gehaust haben. Es ist schlimm. Was sie auch vorhaben, wir müssen sie aufhalten. Und nicht nur für die Gabilaka. Die Eiserne Krone besudelt das Vermächtnis der Langbärte. Ich hoffe nur, wir kommen nicht zu spät. Kämpft euch mit Herzeg durch Minlorg hindurch. Lasst uns sehen, wohin dieser Gang führt. Ach, gibt's noch nicht mal eine Map. Und da sind richtig viele, guck mal. Also quasi einfach nur schnetzeln. Greift auch mal an. Muss mal links oder rechts? Ich nehme mal an links, beziehungsweise rechts, weil da mehr stehen.
Hexe. Ach, da ist sowieso Sackgasse. Okay, alles klar. Ah, da vorne unterhalten sich zwei. Oh, die war auch schnell platt. Ich presche mal ein bisschen vor, Hersek. Wird nichts beschworen. Ist da die Frage, ob ich... Ja, wenn die Hersek da so in der Mitte durchläuft, muss ich sie natürlich alle töten. Die pullt, was geht. Oh, was haben wir denn da hinten? Ist das schon das erste Haus? Also zumindest ist es ein Zwergengebäude, ein Tunnel zu einem Zwergengebäude. Oh, ist ja riesig. Hersek hält inne und betrachtet das Bauwerk um euch herum. Mit Gold und allem. Heidurins Bart. Was ist das für ein Ort, meine Liebe? Hersek blickt sich im Eingang einer offenbar uralten Wohnstadt in den Höhlen des Düsterting um. Sieht fast unberührt aus. Aber wie kann das sein? Weder Ork noch Zwerg haben diese Hallen seit Jahrtausenden betreten und doch sind sie so sauber und ordentlich wie jede andere Wohnstadt im eisernen Berg. Naja, ich meine, bis jetzt ist ja hier... Ja, okay, die Tiere waren natürlich hier in dem Gebiet, aber... Zwerge und Angmarim und Orks sind hier ja gar nicht reingekommen. Wegen der Runen. Die sind ja jetzt erst kaputt. Vielleicht waren die Notizen der Eisernen Krone doch nicht so weit von der Wahrheit entfernt. Kann es sein, dass Durin der Unsterbliche einst in diesem Haus wohnte? Das dürfen wir den Angmarim nicht überlassen. Kämpft weiter. Legt eure Schaufel nieder und verschwindet, ihr Schurken! Ach, ich darf nicht Hersek im Ziel haben. Die NPCs sind nicht immer sehr... bleiben nicht immer auf einem Ziel. Das ist immer ein bisschen ungünstig. Ach, ich wollte eigentlich den Plünderer erst. Wenn er nicht so zaubern kann. So eigentlich. Nachdem sie etwas in der Ferne erspäht hat, ruft euch Hersek leise zu sich herüber. Ich sehe auch. Trastan. Noch ein Zwerg? Was tut er hier? Hersek sieht den Angmarim an, der über einen alten Zwerg steht. Hören wir einen Moment zu, ob wir mehr darüber erfahren können. Aber bei der leisesten Andeutung, dass sie ihm etwas antun könnten, werde ich dazwischen gehen. Ich wiederhole meine Frage. Wie bringen wir die weiße Schmiede wieder in Gang? Antwort, Zwerg! Nur Durin
oder der Gestalter kann tun, worum ihr bittet. Ach ja, das werden wir ja sehen. Ich hab genug gehört. Im Namen Durins, geht beiseite oder sterbt! Eindringlinge! Oh, ist ja eh nur noch einer. Ah, ne, doch, sind ein paar. Das ist immer so verwirrend, wenn die dann noch weiß, gelbe Namen über dem Kopf haben. Obwohl sie schon angreifen. Wer ist denn Trastan? Als die Angmarin bezwungen sind, blickt der alte Zwerg euch an. Was ist geschehen? Wer seid ihr? Und wie kommt ihr hierher? Ihr stellt euch dem alten Zwerg vor und erklärt, dass die Angmarim der Eisernen Krone die alte Binge entdeckt haben, nachdem sie sich Zutritt zum Düsterting verschafft haben. Es sollte nicht so sein, und doch ist es so. Ich bin Trastan. Ihr fragt Trastan, ob er stehen kann, und der alte Zwerg nickt schwach. Zu Befehl? Dass wir ausgerechnet einen weiteren Zwerg in Minlorg finden würden, damit hätte ich nicht gerechnet. Die eiserne Krone wird schon bald dahinter kommen, was geschehen ist. Und trotz seines Alters wirkt Trastan recht rüstig. Wir sollten sehen, dass wir hier wegkommen, solange wir noch können. Entkommt aus Minlorg mit Hersek und Trastan. Es ist zu gefährlich, hier zu bleiben. Kommt mit uns, Trastan. Wir wollen euch helfen, von hier zu verschwinden. Aber ich hätte gern noch geguckt. Aber ich glaube, es ist sowieso nicht viel zu sehen. Das wäre zu einfach gewesen. Die Eiserne Krone hat eine Kompanie Angmarim gesandt, um eure Flucht zu vereiteln. Ja, sind einige. Wir sitzen in der Falle. Der einzige Weg nach draußen führt an diesem Angmarim vorbei. Und sie sind in der Überzahl. Hersek wirft einen Blick auf Trastan. Bleibt zurück, Trastan. Wir werden euch beschützen, egal was bald geschieht. Ihr wirkt überrascht, Zwergin. Täusche ich mich? Was glaubt ihr, was mit jenen geschieht, die es wagen, sich mit der eisernen Krone anzulegen? Narr? Es spielt keine Rolle. Schon bald werdet ihr es herausfinden. Ihr vier. Haltet sie. Tja, da waren es nur noch zwei. Und nur noch einer. Jetzt mit vier. Genug. Ihr habt meine Gnade nicht verdient. Schickt sie sechs, oder? Mein Meister Alaban interessiert sich nur für den älteren Zwerg. Euer Schicksal ist für ihn nicht von Belang. Euer Schicksal ist für ihn nicht von Belang. Das heißt, wir können... Möge dieses Haus euer Grab werden. Oh, guckt mal, da oben kommt der Hermat. Und unsere Helferlein Spall kommt auch. Schön. Das ist doch schön. Fällt ihnen in den Rücken. Als der letzte Angmarin besiegt zu Boden stürzt, ruft euch Hermat Sturmhammer zu sich herüber. Hersek, Linjaril. Geht es euch gut? Als ihr und Hersek nicht zurückkamt, rechneten meine Krieger schon mit dem Schlimmsten. Und fast wäre es wohl auch dazu gekommen. Und wer ist das hier? Ihr erzählt Hermat Sturmhammer, dass ihr in Minlorg einen Zwerg namens Trastan entdeckt habt, der von den Angmarin gefangen gehalten wurde. Gut, reden wir im Wächterquartier weiter. Und auch mit meiner Enkelin werde ich ein Wörtchen zu reden haben. Oh ja, das gefällt ihm nicht, dass sie sich da einfach auf eigene Faust davon gemacht hat oder etwas entschieden hat. Wir dürfen nicht hier bleiben. Kehren wir zum Wächterquartier zurück. Danke, Linjaril. Hersek hatte Glück, dass ihr bei ihr wart. Sonst wäre die Sache wohl anders gelaufen. Sie ist eine stolze Langbärtin, aber die eiserne Krone ist ein zu starker Widersacher, als dass sie oder sonst jemand ihr allein entgegentreten könnte.
Doch ihr zwei scheint eine höchst kuriose Entdeckung gemacht zu haben. Und ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Von dem Zwergen? Tat verliehen, Titel gewährt. Verwalterin vom Düsterding. Aufgaben von Düsterting, okay. Meines Wissens gibt es in der Gabilaka keinen einzigen Zwerg namens Trastan. Wisst ihr, Linjaril, wenn Trastan nicht bei uns gewesen ist, bevor ihn die Eiserne Krone gefangen genommen hat, ist es fast nicht möglich, dass er so tief in den Gundabad vordringen konnte. Sogar als die Habanaka im 6. Krieg zwischen Zwergen und Orks ins Bergheim eindrang, kamen wir nicht weiter als bis Matugard. Selbst König Train fand es zu gefährlich, die Tiefengier zu durchqueren, und schließlich war Azog noch nicht bezwungen. Vielleicht kam er in den Jahren danach dorthin, aber ganz allein bis nach Zaramekim zu gelangen, ohne von den Orks erwischt zu werden, über so viel Können oder Glück, verfügte noch kein Zwerg, den ich je gekannt habe. Ich würde mal sagen, der lebt schon länger hier, als die Belagerung vielleicht. Ich weiß ja nicht, wie alt Zwerge werden können. Oder dass er seit der Zeit von Durin dem Unsterblichen hier gelebt haben könnte. Unmöglich. Nur Durin selbst war unter den Zwergen so langlebig. Ich verstehe es einfach nicht. Wenn er tatsächlich von Durins Volk ist, muss Trastan Rede und Antwort stehen. Befragt Trastan, sprecht mit ihm und seht zu, was ihr herausfindet. Das müsst ihr eigentlich ja eher machen, ne? Ah, okay. Wir dürfen. Ojö, er scheint aber sehr traurig zu sein, oder? Sieht aus wie ein Schmied oder sowas. Trastan scheint keine Notiz von euch zu nehmen. Er murmelt einen Moment unhörbar vor sich hin und verfällt erneut in Schweigen. Grüßt Trastan und versucht, seine Aufmerksamkeit zu erwecken. Der alte Zwerg dreht langsam den Kopf und sein Blick fällt auf euch. Trastan hebt die Hand zum Gruß, bleibt aber stumm. Ihr fragt Trastan, wie es dazu kam, dass er im Gundabad lebt. Nach einer langen Pause hebt er zu sprechen an, aber seine Stimme ist heiser. Und schwach. Wahrscheinlich hat er seit Ewigkeiten nicht gesprochen. Ich erinnere mich nicht. Ihr fragt Trastan, ob er beim 6. Krieg zwischen Zwergen und Orks in der Habanaka von Train war. Er schüttelt feierlich den Kopf, doch seine Miene wirkt gequält. Die Erinnerungen, es ist, als wären es nicht meine. Selbst dieser Name, ich habe ihn mir selbst gegeben. Es ist so lange her. Beruhigt Trastan und drängt ihn fortzufahren. Er wird ja jetzt nicht Durin sein, oder? Nie. Nach einem Moment schüttelt Trastan unruhig den Kopf. Es tut mir leid, ich wünschte, ich könnte mich erinnern, aber es geht nicht. Ein Frösteln hat meine alten Knochen erfasst. Trastan erschaudert unbehaglich. Ich war zu lange fern vom Herd des Gestalters. Als Trastan wieder verstummt, blickt er auf Abkan Aban, dem Stein des Erwachens. Das heißt, er muss hier rüber, oder? Ist richtig, verstehe? Was habt ihr von Trastan erfahren können? Ihr erzählt Hermann Stummhammer das Wenige, das ihr Trastans Worten entnehmen konntet. Er erwähnt, dass dem Zwerg ein seltsames Leiden zu quälen scheint, aber ihr vermutet, dass er zum Abkan Aban, dem Stein des Erwachens, reisen will. Ja, ich verstehe. Ich fürchte, jetzt habe ich nur noch mehr Fragen. Was den Ofen des Gestalters betrifft, könnte Trastan die Weißsteinschmiede gemeint haben? Auch wenn wir immer noch nicht wissen, wieso Trastan im Gundabad lebt, bin ich doch geneigt, ihm zu helfen, besonders da er offenbar krank ist. Wenn mit seiner Rückkehr zum Abkan Aban irgendetwas gewonnen werden kann, werde ich ihn nicht davon abhalten. Lasst uns... Eure Unterhaltung wird vom plötzlichen Eintreffen eines Kundschafters unterbrochen. Er händigt Hermat ein Schreiben aus und dieser beginnt zu lesen. Nach einem Moment runzelt er besorgt die Stirn. Anscheinend will es das Schicksal, dass wir heute zum Abkan Aban reisen. Ich habe gerade Kunde erhalten, dass die Ankhmarim der Eisernen Krone ihre Truppen zusammengezogen haben und nun zum Stein des Erwachens marschieren. Es wäre undenkbar, diese heilige Stätte von Durins Erwachen diesen bösen Menschen zu überlassen. Lasst uns gehen, uns alle und die Absichten der Eisernen Krone für den Düsterting vereilen. Lasst uns gehen, uns alle
Lasst uns gehen. Wir alle, oder? Und die Absichten der eisernen Krone für den Düsterding vereiteln. Ist das wieder instanziert? Oh ja, wir haben keine Zeit zu verlieren. Seid ihr bereit? Jetzt ist halt die Frage, ob ich jetzt lieber die anderen Sachen zuerst mache, weil die storytechnisch davor kommen, damit es nicht so irgendwie verwurstelt ist. Dass ich erst die Sachen draußen mache, bevor wir da reingehen. Würde ich eigentlich gerne machen. Jetzt gucke ich mal unten noch, was die unten noch haben mit den Zwergen und dann reisen wir eben mit dem oben. Wobei das Buch ja auch nochmal so ein besonderer Story-Arc sein dürfte. Aber jetzt machen wir erstmal die normalen Quests. Erwachen ist gut. Wer wird denn da erwachen? Bin ich gespannt. Okay, dann schreiten wir mal über die Brücke. Ganz schön schmal. Also ein Heer wird da keinen guten Start haben. Weil man kann es ja super verteidigen. Sieht fast aus wie ein Schlangenrücken. Der sich hier rüberwellt. Ich steig mal auf meine Ziege, weil ich denke... Ach nee, warte mal, wir müssen ja noch... Müssen sie uns auch noch Zwerge rügen. Lunala. Der Stein des Erwachens. Oh, wir sind schon da. Nee, so heißt die ganze Insel. Huch, wie kommt denn der Wagen daher? Hat den daher gebracht? Weil er jetzt kaputt ist? Ist euch langweilig? Also gut, ich höre auf. Ach, wir haben noch Spaß gehabt. Jetzt müssen wir aber mit Spalla auch nochmal sprechen. Ja, jetzt gucken wir mal nach der Schmiede und ob wir da überhaupt reinkommen. Vielleicht muss ich eh unverrichtete Dinge wieder umkehren. Oha. Ah, das ist der Ladebildschirm. Das Bild vom Ladebildschirm. Das ist aber verschüttet, oder? Legenden zufolge soll diese Schmiede aus weißem Stein kurz nach seinem Erwachen von Durin, dem Unsterblichen, persönlich erbaut worden sein. Aber sie ist aufgebrochen. Und eigentlich verschüttet, oder? Die Weißsteinschmiede glänzt selbst im schwachen Licht vom Zahn der Zeit vollkommen unberührt. Aber den Amboss haben sie geklaut, ne? Ich kann es nicht fassen. Die Weißsteinschmiede ist hier, so wie es sein sollte. Aber der Schwarzstein-Amboss wurde gestohlen. Das ist ein absoluter Affront. Stotkel wäre an einem gebrochenen Herzen gestorben, hätte der sie sehen müssen. Erst so, ach, schade, dass er es nicht gesehen hat. Oh, gut, dass er es nicht gesehen hat. So quasi. Wartet mal, guckt mal, sind das hier? Nee, das ist Kohle oder sowas, oder? Ich hatte überlegt, ob das die Schmiedefeuer, die erloschenen sind, weil oft sehen ja die Öfen so aus. Das müssen die Kultisten aus Ankmar gewesen sein. Ich habe gesagt, dass sie für ihr Vordringen nach Düsterding bezahlen werden, aber das ist nichts im Vergleich zu diesem Affront. Die elenden Wichte, die den Schwarzstein-Amboss gestohlen haben, werden den Zorn aller Zwerge zu spüren bekommen. Und all jener, die Freunde der Zwerge sind. Ich werde nicht ruhen, ehe nicht alle Verantwortlichen getötet wurden. Ihr werdet mir dabei sicher helfen, nicht wahr? Ich möchte, dass ihr 101 Angmarim-Kultisten in Düsterting erschlagt.
Das wird ihnen zeigen, wie wütend wir sind. Auch wenn das nur der Anfang war. Bezwingt Angmarim im Düsterding 101. Pff, hätte er mal vorher sagen sollen, bevor wir da Angmarim gemetzelt haben. Vielleicht müssen wir ja eh jetzt noch ein paar töten, wenn wir jetzt da diesen, das Erwachen machen. Da müssten ja einige noch kommen. Also müssen wir die restlichen halt dann. Ja, da hätten wir jetzt schon einige zusammen, die es zuerst gemacht hätten. Eigentlich hätte die Enkelin ihre Quest, dass sie in das Lager will, erst dann einem geben dürfen, wenn man das hier gemacht hat. So von der Logik her. Weil jetzt wissen wir eigentlich erst storytechnisch, dass der Amboss nicht da ist. Und dann hätte es hier so weitergehen müssen mit, der Amboss wurde gestohlen. Wir haben so ein bisschen im Storybook nicht gut aufgepasst, finde ich. Vielleicht wird das ja noch irgendwie angepasst. Mal schauen. Gundabad wird wieder uns gehören. Sie haben also aufgehört, also die Zwerge, was da reinzuschmeißen. Sehr gut. Prinz Durin hat große Achtung vor euch und ich wusste, sie würden auf euch hören, selbst wenn sie anderer Meinung sind als ich. Danke, dass ihr das für mich erledigt habt. Okay, hier geht's nicht weiter. Ja, dann haben wir nur noch das oben, ne? Schließt die Aufgabe Höhle von Puklak. Wir haben doch tatsächlich hier noch, wir haben die Instanz als Quest. Vielleicht gibt's da ja auch Angmarim. Ja, mal gucken. Aber vielleicht auch noch. Jetzt machen wir erst die anderen zwei Sachen.